ohne Kicks. Kickstop. Ja. Ist irgendwie seltsam. Sieht jetzt gerade ein bisschen komisch hier aus. Das sehe ich selber. Das sehe ich ein. Aber da kommt dann noch ein bisschen Baumbuschzeug hin, ne? Das ist, wird alles ein bisschen anders, ja. Ja, jetzt habe ich die Werkbank hingelegt. Ich bin auch so intelligent. Meine unendlichen Intelligenz habe ich die Werkbank weggelegt. Bei Roggenrockmusik. Roggenrockmusik vor allem. Ja. Boah, scheiße Terraforming eigentlich. Ich habe zwar so oft gemacht, aber ich habe so oft gemacht, dass ich schon wieder hasse. Ich gebe mal noch zwei weiter. Oder drei. Dann reicht das hier auf jeden Fall nicht mehr. Scheiße, ich muss dann auch mal erden. Verdammt. Verdammt. So. Ja, so geht glaube ich ganz gut. Und dann hoch, so. Blümchen. Blümchen. So. Blümchen brauchen wir auch noch. Ja, ihr könnt jetzt sagen, das ist ja voll von Kronkenkau, die Idee mit diesem Zaun, aber ich hätte es auch so gemacht. Das ist. Weil den Zaun, Steinzäunen baue ich eigentlich ganz gern. Wollte schon mal kurz festhalten für euch. So, was könnten wir denn erstmal eine Werkbank bauen, ne? Nicht aus Eichenholz. So, 1, 2, 3, 4 und dann die Werkbank bringt kein Bier. So, dann brauchen wir noch mehr solche Steindinger. Wieso 66 eigentlich? Scheiße. Verdammt, wir können keine Blume aufnehmen. Nein. So, jetzt können wir es aufnehmen. Ich würde das nämlich dann irgendwie... Ich weiß nicht, wie das aussieht. Habe ich keinen Plan. Warte mal, 1, 2, das ist eigentlich... Ah, scheiße. Ich würde das nämlich so machen. Na, versteht ihr, wie ich meine? So oder so ähnlich, weißt du? Ja, ich glaube, das geht sogar halbwegs, wenn man da noch einen Baum hinsetzt oder irgendwas. Ja, ich glaube, das geht schon. Sieht da ein bisschen anders aus, aber... Ich glaube, das ist schon akzeptabel, oder? Wie seht ihr das? Schaut, dass es dann halt hier nicht eins ist, aber... Das sieht dann auch irgendwie so blöd aus immer manchmal. So, erstmal ganz kurz das Gras wegbamsen. So. Religion. Sollte man eigentlich nicht ins Thema bringen. Ins Let's Play vielleicht. Aber. Ja, wie breit ist das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie mache ich denn das jetzt? Ich überlege gerade ein Zeichen. Warte mal. Warte. Moment mal. Ich überlege gerade. Warte mal. Scheiße. Es kann nur... Kann sich nur um Stunden handeln. Das ist ja wieder... In der Zeit, wo ich überlege, kann ich mal die Setzlinge einsammeln. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Verdammt. Der Friedhof ist ein zu... Dingsisch zu... Warte mal, ich mach mal. Tut mir jetzt sehr leid, aber das muss jetzt sein. So. Das ist eine Schmitte, ich weiß, das ist zwei breites Scheiße. Ja. Das ist aber oft so. Scheiße, jetzt sind wir unter dem Baum. Na egal, wir können ja den Baum auch irgendwie umlegen. Also nicht umlegen, aber ablegen. Also, na, ihr wisst schon. Oder wir lassen mal... Warte mal, ich mach mal so. Scheiße, jetzt habe ich die Dinger weggelegt. Verdammt. So.
So. Scheiße, da ist ja... Ah, verdammt. Wir können ja auch mit Blättern zumachen. Genau, das ist eine bessere Idee, glaube ich. Weißt du, dann machen wir hier ein bisschen Blätter hin und dann ist es weg. So. Dann nehmen wir mal ganz kurz... Ich war übrigens ruhiger, ich merke es selber. Ja, es ist auch fast eine Stunde vorbei. Das ist dann, weißt du, Minecraft... Stunde aufnehmen ist schon... Es ist nicht leicht, aber auch nicht schwer. Aber du musst halt durchquatschen, weißt du? Das ist halt das Problem. Machen wir mal ganz kurz so. Ne, warte mal, das muss ja so sein. So. Ja, ist aber auch gerade schwer mit diesem Ding, sag ich mal. Wenn ihr wisst, was ich meine. Na, machen wir es so und dann sieht es gleich ganz anders aus. So, zack, zack. So, und jetzt können wir erstmal pennen gehen. Ganz schnell. Wir können nicht mehr rennen, scheiße. Jetzt können wir wieder rennen. Boah, wie viel Fleisch Dingsbums macht. Nahrung. Huch. Ich habe mich gerade am Ohr gekratzt. Am Ohr. Und dann bin ich an die Maus gekommen und dann hat sich das so ergeben mit diesem Mauswerk. Das stört mich auch schon so lang, das glaubt mir kein Mensch. Kein Mensch glaubt mir das. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Zombie oder was kommt. So. Haben wir noch Holz? Nee, haben wir nicht. Scheiße. So. Dann nehmen wir mal ganz kurz die Treppen. Das klingt wie in Soro-Musik. Wer nicht weiß, was ich meine, das ist das Spiel, was ich mal verlinkt habe. Also die Internetseite. So. Ja, ich glaube, so geht es am besten. Oder sieht es am besten aus, vielleicht. Das wäre nicht ganz hübsch, aber es sieht gut, gut aus. Denke ich mal, hoffe ich mal, weiß ich nicht. Ja, achso, wieder hinauf. Ja, eigentlich laufen wir immer neben dem Weg. Das ist auch immer scheiße. Ankoria! Ankoria! Ja, Ankoria! Naja, ich beende jetzt, glaube ich, langsam mal die Aufnahme. Also gleich. Also, das den Dingsbums mache ich noch fertig. Also nicht fertig, aber den Grabstein, sage ich mal. Nein, 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 nein! Wir sind zu spät schlafen gegangen. Leck mich am Arsch, ey. Boah, ey. Das ist doch zum Kotzen. Fuck. Guck dir schon mal dieses Kackloch an. Warum ist hier eigentlich... Ach so, wir haben ja... Ach so, leck mich am Arsch. Die Tür ist kaputt. Ach, alles ist wieder kaputt. Ey, leck mich am Arsch. Mann, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin gerade entsetzt. Das müsst ihr verstehen. Ich schweige jetzt einfach. Schnauze voll von diesen Viechern. Holz. Treppen. Die Musik bringt auch nichts weiter. Dies war hier, dann war das so. Scheiße. Boah, wie oft wir den Eingang hier schon gebaut haben. Zum Glück stehen die Öfen noch. Alter. Scheiß Viecher. Ich glaube, wir brauchen ein Obsidianhaus. Fuck. Holz. Jetzt. Genau. Ich hoffe, ich habe alles, was wir brauchen. Ach man, das kotzt mich jetzt an, diese scheiß Creeper. Scheiß Spinnenauge. So. Jetzt sauber. Mann. Obwohl eigentlich ist gar nicht so viel kaputt gegangen, ne? Naja, nö, überhaupt nicht. Nein. Eichenholz.
Das finde ich immer doof hier mit diesem Ding. Das, komm, das machen wir mal weg, dann sieht das einheitlich aus. Ich weiß zwar nicht, ob es dann besser aussieht, aber es sieht dann einheitlich aus. Nein, und die Glasscheiben sind ja auch kaputt, ey. Scheiße. Warte mal, ich muss eben reingehen. Okay, das muss dann hier hin. Ja, das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber. Ankur, ja! Milka Maut sitzt immer noch oben. Ich hab sie nicht vergessen. Dann bauen wir eben mal noch ein paar Glasscheiben, wie der Herr Creepermann es wünscht. Boah, 16 Stück, ey, das ist immer so viel. Es war geil, aber es ist dann ein bisschen viel, weißt du, immer too much. War das vorher auch so mit den Steinen hier? Nee, das war doch war das? Ich weiß gar nicht mehr. Ich mach mal eben hier das raus und dann mache ich hier, ne? Und du weißt schon. Mach mal so eine Holzfassade hier, das ist ja auch mal egal. Das ist ja... Obwohl, hier könnten wir dann... Hier könnten wir dann Koppels machen. Hausumbau. Wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber der Kübel hat mich irgendwie dazu gezwungen. Das sieht es übrigens extrem geil. Ich würde es gar nicht mehr den dummen Gesumm kaputt machen. Dummen Gesumm. Und da ist es zu Ende. Schade. Manu. Ich dachte, ich kann mal meine Schnauze halten. Naja, ist ja egal. Es ist ja alles. Ja, ihr wisst schon, das ist alles. Alles scheißegal jetzt. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich baue jetzt einen Zaun. Ich kann mir schon mal das Scheiß hier im Arsch legen. Im Arsch. Bist voll im Arsch. So. Wir haben ja eigentlich noch Zäune, oder? Egal, ich baue nur einen Zaun. So. Genau auf, guck mal. Wahnsinn. Mal mein Zeug wieder mitnehmen hier. Schönes Sieg übrigens wieder. Wir haben noch mehr Zaun. Noch mehr Stiggies, meine ich. So. Das reicht ja fantastisch. Ach Manu, egal. Jetzt bauen wir eben noch ein bisschen Zaun und dann beende ich die Aufnahme und den Friedhof, den bauen wir in der nächsten Folge weiter. Nächste Folge für euch, genau. Und mal schauen, wo wir da sind oder was wir da noch machen. Vielleicht mal wieder eine Höhlentour. Ist ja schon sehr lang her, muss ich mal so zugeben. Wir brauchen ja Diamanten, das ist ja, wir kommen ja nicht drum rum. Wir brauchen Diamanten. Das ist ja eigentlich, der Sinn von Minecraft ist eigentlich Diamanten zu finden, ne? Und sich was Tolles zu bauen. Man kann zwar ohne Diamanten machen, aber... Ja, das geht immer schlecht, ne? Ich weiß nicht, ob ich den Zaun so bauen soll. Oder ob ich dann noch den Weg ein bisschen begradigen soll, aber... Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Creeper-Freiheit, sage ich mal. Wir kommen da noch ein Tor hin, das geht ja auch noch. Naja, wie auch immer, ich tue jetzt eben mal die Aufnahme beenden. Danke fürs Zusehen und sieht eigentlich schäbisch aus, ne? Vor allem hier das hier müsste viel weiter, warte mal. Mann, ich wollte mal die Aufnahme beenden. Beende nochmal die Aufnahme, Mann. Du bist nämlich viel zu ruhig geworden. So, in die Aufnahme. Mach schon. Nein, ich muss bauen. Beend die Aufnahme! Nein, ich muss bauen! Du beendest die Aufnahme, du bist so ruhig! Nein! Ich muss bauen! Nein, Mann! Ich will nicht arbeiten gehen, ich will noch ein bisschen harzen.
komm schon, Alter. Das ist so geil. Wir sind nicht spielüberfrei übrigens. Wir haben ja hier noch dunkle Stellen. Wollte ich nochmal so ganz nebenbei sagen. Da können wir mal hier ein bisschen eine Fackel anbringen. Mal hier und da. Und da und dort. Vielleicht hier auch noch. Können wir damit Slowstones machen. Slowstones machen. Aber jetzt eben nicht. Machen wir so, ne? Also, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und viel Spaß oder gute Nacht oder ja, schönen Abend bestimmt noch. Es wird bestimmt wieder eine Abendfolge werden. Also Abend-Upload-Folge meine ich. Und ja, schön. Mir gefällt es langsam hier richtig. Ich guck mal eben von oben, warte mal. Warte. Scheiße, falscher Stock. Andy hüpft von Stock zu Stock, bis denn der Stock ins Arschloch. Nee. Von Ast zu Ast, bis denn der Ast ins Arschloch passt. So rum. Und da ist unsere Milka-Maus ganz groß geworden und sieht wunderschön aus. Der hat sich von Erde ernährt. Die ist jetzt sehr stark und sehr orange gestreift. Mit weißer Schwanzspitze. Was hatte ihr? Grüne Augen. Wahnsinn. Cool. Ja. Schön. Freue ich mich, dass wir jetzt eine Milka-Maus und eine Emporia haben. Und wir brauchen noch einen Vorschlag für die andere Katze. Wahrscheinlich wurden schon welche abgegeben, Vorschläge, aber ja, ich weiß es ja eben noch nicht. Und hier kommt der Friedhof. Sieht dann, glaube ich, ganz gut aus. Die Monsterfalle wird dann an den Friedhof angebaut, wahrscheinlich. Das wird dann ganz knapp. Erstmal stricken und recken. Obwohl, das könnte ja unten drunter sein, die Monsterfalle. Naja, auf jeden Fall danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen, tschüss, oder auf, ne, Wiedersehen, wieder gucken, tschüss.